zusammen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese schönen Locken hinbekommen habe, dann bleibt einfach dran. Ich bin jetzt bei Tag 5, die nicht gewaschen zu haben. Muss aber dazu sagen, dass ich heute Morgen Tennis gespielt habe und die gestern extra nicht gewaschen habe, weil ich heute Morgen Tennis gespielt habe. Das hört sich vielleicht ein bisschen eklig an, aber sind nur meine Haare nicht gewaschen. Meinen Körper habe ich schon die ganze Zeit gewaschen. So ist es nicht. Ich werde euch auf jeden Fall nicht mit in die Dusche mitnehmen, weil da gehört ihr einfach nicht rein. Aber ich sage euch jetzt auf jeden Fall, was ich machen werde. Ich werde jetzt erstmal meine Haare ganz normal einschamponieren, werde aber auch richtig gründlich meine Kopfhaut massieren. Danach werde ich eine ganz kleine Menge von meiner Maske in die Haare reintun und werde erstmal anfangen, meine Haare komplett zu bürsten und auch nochmal über meine Kopfhaut zu bürsten, weil ich einfach dieses Gefühl mag. Nachdem ich die anständig gebürstet habe, werde ich nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr davon benutzen und das einfach schön in meine Haare einwirken. Das ist übrigens die Garnier Fructis Maske. Hier steht jetzt drin, dass man die 3 Minuten einwirken lassen soll. Ich werde die wahrscheinlich 10 Minuten, 15 Minuten einwirken. Und was das Gute an diesem Produkt ist, dass du das sowohl als Leave-In ebenfalls benutzen kannst, als auch komplett rausspülen. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich meine Haare gewaschen habe. Ich bin zurück, habe geduscht, mein Gesicht gemacht. Genau, ich habe gerade meine Maske ausgewaschen. Ich würde sagen, so zu 90% ausgewaschen. Ich habe die eben schon in der Dusche einmal durchgekämmt. Werde jetzt aber nochmal von unten langsam nach oben ein bisschen auskämmen. Dadurch, dass ich ja sozusagen die Maske ein bisschen länger einwirken lassen habe und auch ein bisschen was noch in meinem Haar drin gelassen habe, sind die natürlich jetzt sehr angenehm durchzukämmen. Ich schaue übrigens in den Spiegel. Ich habe hier einen Spiegel für mich aufgestellt, weil so in der Kamera kann ich das nicht sehen. Die hier einmal komplett runter. Also ich versuche alle Knoten rauszubekommen. Einfach nur, dass die anständig durchgekämmt sind. Weil das ist ja für die nächsten 4 Tage das einzige Mal, wo ich meine Haare durchkämme. Ich mache die jetzt noch ein bisschen nasser. Die sind grundsätzlich schon nass. Aber ich befeuchte die nochmal. Und wenn ihr dieses Geräusch hört, ist alles richtig. Da sind die Haare richtig befeuchtet. Ich will keine trockenen Stellen an meinen Haaren haben, während ich am Stylen bin. Deswegen werde ich die immer wieder befeuchten. Hier mit meiner Sprühflasche. Und da ist nur ganz normales Wasser drin. Also nichts Besonderes, sondern wirklich nur Wasser. Habe jetzt kein Leave-In oder sowas reingemacht. Ich benutze direkt den Aveda Be Curly. Ich habe das ganz normal über Amazon gekauft. Kann das auch euch unten in der Infobox verlinken. Genau, ich mache davon ungefähr so viel rein. Wie ihr sehen könnt, ist das schon relativ viel für meine wenigen Haare, aber ich brauche das halt einfach, weil das unter anderem ein Leave-In und Curl-Enhancer sozusagen, also es definiert die Locken einfach total schön. Das ist meistens so, ich verteile es einfach in meinen Händen und gehe dann mit so krallen Händen durch meine Haare durch. Dann gehe ich nochmal mit meiner Tangle Teaser, also nicht echter Tangle Teaser, Fake Tangle Teaser, und bürste nochmal alle Haare durch, damit ich weiß, dass die Produkte oder dass mein Produkt komplett in meinen Haaren verteilt ist. So, das Produkt ist jetzt erstmal ganz gut in meinen Haaren verteilt. Ich werde jetzt meine Haare unterteilen. Also einmal so ein Drittel von unten teile. Dann klippe ich das hoch. Mit dem Clipper. Und jetzt gehe ich mit meinem Danman Burst. Ich gehe jetzt Stück für Stück und ziehe mir also meine Haare hier rüber. Und fange die leicht an so zu kämmen. Und man sieht dadurch, dass die Locken klumpen immer. Also das heißt, die Locken haben immer einzelne Klumpen. Dann fange ich an, die zu scrunchen, hochzudrücken. Und dann seht ihr schon, da kommen dann die schönen definierten Locken. So, und wenn die nicht richtig definiert sind, dann könnt ihr auch einzelne Strähnen nehmen und die einfach Finger Coiling, nennt sich das im Englischen. Das heißt, ihr unterstützt eure eigentliche Locke. Genau, dann scruncht ihr die und dann macht ihr weiter. Ich versuche auch jedes Mal
immer nur so ein paar Haare zu nehmen und die in einem 90-Grad-Winkel zu kämmen, damit ich viel Volumen noch hinbekomme von oben. Genau. Das mache ich jetzt mal einfach im Schnelldurchlauf. Ihr könnt auch anstatt hierfür eine ganz normale Zahnbürste verwenden. Ich habe früher einfach nur die Zahnbürste benutzt und habe damit meine kleinen Haare einfach so ein bisschen zurechtgelegt. Ich habe jetzt nur noch hier den oberen Bereich und da ich sowieso in dem oberen Bereich von dem Kopf die Tendenz eher größer ist bei mir, dass ich Frizz bekomme, hole noch mal ein bisschen hier von meinem Aveda Be Curly. Ich sage jetzt mal ungefähr so viel. Hier auch noch mal sehr gut durchkämmen und vor allem in dem hinteren Bereich, wo ihr ja meistens drauf schlaft, dann auch noch mal einiges reinmachen. Kommen wir jetzt ein bisschen näher extra. Wenn ihr das seht, macht ihr alles richtig. Es ist nicht zu viel Produkt. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen feineres Haar habt, ein bisschen zu variieren, ein bisschen weniger zu benutzen. Aber ich brauche das halt einfach für meine frisigen Haare. Jetzt nehme ich Stück für Stück Strähnen von hinten nach vorne und gehe dann mit dem Damman Brush hoch bei dem oberen Bereich kämme ich jetzt nur noch von unten nach oben und lasse sie dann nur noch sozusagen nach hinten runterfallen. Und das mache ich jetzt von hinten nach vorne die komplette Zeit. Ich bin jetzt einmal komplett mit der Damman-Bürste durch mein Haar gegangen und jetzt fange ich nur noch an, die zu scrunchen. Ich habe von John Frieda das Frizz Ease Traumlockenmus. Bevor ich das mache, werde ich erstmal den Winkel ändern. Ich mache das nämlich meistens über Kopf. Einen Moment. So, da ich das alles über Kopf mache, nehme ich, also wirklich nicht wenig, flippe meine Haare über Kopf und scrunche.
bin zurück, habe alle Produkte drin. Die Produkte helfen mir nicht nur für, ich sag jetzt mal, den einen Tag heute, sondern die Produkte helfen mir, wenn ich jeden weiteren Tag meine Haare auffrische und dann immer wieder nur ein bisschen Wasser reinsprühe, dann aktiviert das nochmal die Produkte in meine Haaren und so bleiben sie über 3-4 Tage schön glänzig und wenig Frizz. Ich habe immer noch Frizz, aber viel, viel weniger als vorher. Ich werde meine Haare jetzt diffusen mit mittlerer Hitze. Ich bin wieder zurück. Geföhnt, umgezogen, bin kaputt gegangen, Katzenfutter, was noch nicht alles dazu gemacht. So, ich bin wieder zurück, habe meine Haare zu, ich sage jetzt mal, zu fast 90% getrocknet. Es ist noch ein bisschen leicht feucht in den Spitzen auf jeden Fall noch. Das heißt, ich gehe jetzt mit meinem Nuxe Haaröl, um so ein bisschen, ich sage jetzt mal, diesen crunchigen Film ein bisschen aufzubrechen. Das so ein bisschen durch meine Haare scrunchen, wie ich das eben mit dem Mousse gemacht habe. Ich mache nur ein paar Spritze davon. Ist ein ganz normales Öl. Ist auch, glaube ich, egal, welches Öl ihr nehmen würdet. Und jetzt crunche ich das wieder in meine Haare rein. Und dadurch lockert sich das Mousse, was ich dann vorher eben, also was ich eben reingemacht habe, lockert sich einfach dadurch. Ja, genau. Ich werde jetzt noch zu Ende föhnen. Die letzten 10% zu Ende föhnen. Dann bin ich schon fertig. Dann seht ihr das Endresultat. Ich bin jetzt fertig mit dem Föhnen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist so ein bisschen durch meine Locken durchzugehen, um die so ein bisschen aufzubrechen. Aber nur an der Kopfhaut. Das heißt, ich gehe rein mit den Fingern und um so ein bisschen Volumen reinzubringen in die Haare. Und das ist mein Endergebnis. Jetzt habe ich die Kamera so in der Hand. Genau, das sind meine Locken. Und ja, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss. Ach, die Hände, das ist immer schade hier. Dann. Ich will erstmal sauber machen. Vor allem mit Produkten. Also ich schätze, also ich föhn getrocknet. Geföhnt. Bloß die Haare nicht mehr kämmen. Bloß nicht.